Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft und der Sieg polieren Weltmeisterschaft 2018. Nein, natürlich zu Ultra. Wie gesagt, Hörschäden, ich übernehme keine Haftung. Da seid ihr selber schuld, wenn ihr einem Vollidioten wie mir zuhört. So, hätten wir das geklärt. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. Beim Eisenschmelzen und beim Andesitpolieren natürlich. Und wir haben einen Fortschritt erreicht. Metallurgie. Schau in dein Rezeptbuch. Okay, ich schaue mein Rezeptbuch. Nur ist das leider nicht so wirklich. Das ist das Standard-Texture-Pack, ne? Will ich nur mal so anmerken. Und der Knopf fehlt. Er fehlt einfach. Hier soll ein Knopf sein für das Rezeptbuch, aber da ist keiner. Ja, hier, wunderschön. Hier haben wir das auch mal gesehen. Wow. Alles wird angezeigt. Geil. Nice. Okay, gut. Was wollten wir denn machen? Ein Eimer. Ach, kann ich das bitte wieder ausschalten, Mensch? Danke. Ist ja ekelhaft. Bah, Rezepte. So, ein Eimerchen wollen wir machen, ne? Hier so. Zack. Meine Tastatur ist wieder am Rumfliegen hier. Freestyle. Wunderbar. So, hier haben wir die Höhle unten und wir könnten uns jetzt... Ach, kann bitte mal jemand... Ja, doch, ich brauche den Platz. Ich muss den Andesit-Pimmel wieder wegmachen hier. Sorry. Ach nee, das war kein Andesit, oder? Doch, das war Andesit. Ich weiß es nicht. Ja, es war Andesit. Denn hier machen wir dann unser Fältchen rein. Machen das natürlich nicht oben, weil wir sind Kellerkinder. Und da gehört die Hanfplantage halt in den Keller rein. Es wird auch bald Nacht. Okay. Wir könnten uns auch... Apfel! Ja, geil! Hardcore! Schau mir dein Rezeptbuch, ne? Uns eine Schere kurz machen und ganz fix die Schafe abrasieren. Weiß nicht, ob wir noch dazu kommen. Ich mach's einfach mal hier. Zack, zack. Bumm. Scheiß Andesit, geh weg. Du kriegst deine Aufmerksamkeit noch genug. War da gerade ein Monster bei uns drin? Egal. Scheiß drauf. Wir müssen jetzt die Schafe noch finden. Bevor die Monster spawnen. Aber die spawnen doch bestimmt schon. Scheiße. Hilfe, was mache ich hier? Das ist gefährlich. Warum tue ich das? Wo sind die Schafe? Ich habe doch gerade jetzt gesehen. Nee, das ist ein Huhn. Ich kann mir leider nicht scheren. Da hinten. Da hinten. Oh nein, Hexen. Wir packen das. Oder? Nein. Ich bin auch so ein Vollidiot, ey. Warum tue ich das? Warum? Ich weiß es nicht. Warum habe ich das getan? Warum? Aufnahme, stopp! Aufnahme, neu starten! Ja, schön wär's, ne? Ja gut, eigene Dummheit muss natürlich bezahlt werden. Ja, es war halt zu wenig Hardcore für mich, deshalb musste ich jetzt hier mal 4 Herzen tanken. Ich hätte mir natürlich auch Rüstung machen können. Ich weiß, es war dumm. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich hab's gemacht. Ja, können wir uns mal eine Brust machen hier. Dann haben wir immer noch genug für eine Spitzhacke, wunderbar. Gut. Blenden wir das mal aus, tun wir mal so, als ob ich mir von Anfang an einfach eine Challenge gemacht habe, hier ultra hardcore mit 4 Herzen weniger. Das muss so. Das war geplant. Ich muss ja das Projekt spannend machen. Und das ist es definitiv nicht, wenn ich tagsüber Schafe schere. Ja. Ja, ich weiß, ich kann mich hier rausreden, wie ich will. Ich bin dumm. Ich weiß. So. Also, kloppen wir Steine. Das ist sicher. Da kann nichts passieren. Das sage ich jetzt noch und nahe bin ich tot. Ich sehe es doch schon kommen. Ich kann doch selbst beim Steinekloppen sterben. So. Haben wir denn genug Erde, um hier was anzupflanzen? Vermutlich nicht. Nö. Wunderbar. Perfekte Voraussetzung. Ja, wir können uns hier ein paar Erdklumpen rauskloppen. Das können wir machen.
Ja. Machen wir das doch direkt. Ja, der Wand braucht man die definitiv nicht. Im Boden kann man sie mal lassen. So. Ja, passt schon. Dann kleistern wir das wieder mit Stein zu. Ja, lieber ganz, damit hier auch definitiv nichts spawnt, ich das aufbuddel und dann wirklich beim Steine abkloppen sterbe. Ja. Gut. Ich habe sogar das Schaf geschert, ne? Wow, aber ich habe die Wolle nicht eingesammelt. Genius! Den Apfel lege ich mal hier hin. Mit den Kies, die Scheiße, der Scheiß. Scheiße, alles sieht hier. Nee. Alles deine Schuld! Ja? Alles deine Schuld. So. Dann haben wir jetzt hier die tollen Sachen. Und wo bauen wir die denn hin? Ich würde sagen, einfach direkt hier nebenan, oder? Lassen wir hier noch einen Platz, damit hier eine große Kiste noch hinpasst. Dann machen wir hier mal kurz auf. Da kommt das Wasser rein. So. Und hier kommt dann die Erde rein. Einfach mal so ein bisschen hier. So ein kleines Handfeld hier. Weizen. Dann hier das Wasser rein. Und dann hier zu. Zack, 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 zack. Und dann haben wir natürlich noch eine Hoe hier. Eine Hoe muss natürlich auch noch mit am Start sein. Und keine Spitzhacke. Pam. Da kannst du hier schön die Felder behoben. Oh ja. Geil. Achso. Brauch natürlich Licht. Ja. So. Dann haben wir noch drei übrig. Können wir theoretisch noch einen weitergehen. Oder zwei. Und dann passt das. Haben wir hoffentlich auch genug Fresschen. Na gut, genug wird das wohl kaum sein, aber egal. So, hier habe ich eigentlich jetzt zu weit gemacht. So. Aber hier. Wunderbar. So, dann machen wir auch noch eine Fackel hin. So. Ja. Ja. Passt. Oder ist unser kleines Weizenfeld fertig? Ja, geil. Richtig hardcore. Aber sowas von hardcore. Wunderbar. So, dann kann die Ho wieder weg. Dich behalten wir noch. Dich behalten wir auch noch. Du kannst da rein. Ja. So, was machen wir jetzt? Wir haben ja das Privileg, mit 14 weniger zu starten. Also ich weiß nicht, ob ein Besuch in der Mine gut wäre. Wahrscheinlich sollte ich mir erstmal eine volle Rüstung bauen, aber dafür muss ich auch in die Mine. Jetzt kommt ja gleich ein Creeper über mir. Zucker ist auch noch nicht gewachsen. Ja, was machen wir denn jetzt? Der erste Part war noch nicht online. Ich kann mir ein bisschen Wasser holen. Ist noch nicht mal geschnitten. Von daher, Kommentare und so kann ich noch nicht berücksichtigen. Aber bestimmt bald. Bald, meine Kinder. Bald ist es soweit. So. Aber das auch. Ja. Könnte eine zweite Kiste machen. Einfach weil hardcore. Zwei Kisten sind immer hardcore. Bam. Bisschen Kohle können wir hier reinmachen. Haben wir was zum Braten? Wir haben Hühnchen zum Braten. Nehmen wir noch 8 Stück und tun wir mal hier reinquetschen. Könnten uns Lederstiefel machen, aber brauchen wir Leder für was anderes? Ja, Bücher, ne? Ja, lassen wir lieber mal. Wir könnten ein Hühnergehege bauen. Oder, nee, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen tiefer. Komm. Wir tun das. Und werden hoffentlich nicht sterben. Wir werden jetzt hier ein bisschen, guck mal, da ist doch zum Beispiel schon ein bisschen Eisen. Das sehe ich doch. Machen wir uns noch eine Fackel mehr hier. So. Ja, passt. Diese eine Eichenbrett hier. Das nervt mich. Das stört mich. Mist, was ich jetzt mit dem mache. Eiskalt. Ja, so sieht's aus. Wer mich nervt, der wird einfach gedroppt. So sieht's aus. Dann gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. So.
Ja, Wunderbärchen. Oder können wir uns das Eisen hier holen? Ja, nice. Hier ist nicht mehr da oben. Schade. Das ist ja lame. Drei Eisen. Oh. Na gut, immerhin. Hier ist wirklich nichts mehr. Och Mann. Ein paar Diamanten vielleicht noch auf Höhe 12. Schade. So. Das können wir eigentlich lassen. Müssen wir nicht wegmachen. Dann werden wir mal hier kurz. Zack, aus der Treppe basteln. Das Wasser hier möchte ich nicht. Nee, das möchte ich auch nicht. So. Gehen wir hier weiter runter. Und nicht runterfallen, das wäre ganz praktisch. Zack. Zack. Warum ist das dunkel, Alter? Wie in meinem Arsch. Wie in meinem Anus. Und da will man nicht sein, in meinem Anus. Nee, nee. Da ist echt... Da hast du verloren, wenn du da bist. Also Lava ist natürlich ganz geil einerseits. Wobei, ja doch, eigentlich schon. Für das Höllenportal. Darum möchte ich das auch gerne einsammeln. Oder wie? Aber dazu, ich gehe mal kurz hier ins Wasser und hoffe, dass ich nicht wieder dumm bin und mir Schaden mache. Aber ich komme hier nicht ran. Nee. Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. So. Dann. Na? Wo ist denn die scheiß Lava? Da ist sie. Da ist sie doch, oder? Hallo? Eimer? Danke. Naja, manche mögen es heiß. Und ich gehöre definitiv dazu. So. Ist zwar das Licht weg, aber passt schon. Das Wasser ist zwar auch ein bisschen nervig. Dann machen wir es mal weg. So, da hinten ist gerade ein Skelett gespawnt. Das habe ich gesehen. Wollen wir uns mal nicht zu weit wagen und hier schön den Fluchtweg freilassen. So. Ich sollte eigentlich nicht so weit nach unten gehen. Ist hier oben denn irgendwas? Ein Zombie. Aber hier oben ist nix. Gar nix. Einfach gar nix. Eine Treppe passt. Ist der Zombie. Und ein Skelett höre ich auch noch. Aber wo? Wahrscheinlich in der Höhle hier nebenan oder so. Oh Gott, was mache ich hier? Warum bin ich hier? Ach. Da unten. Okay, dann ist das Skelett da auch unten. Dann will ich da definitiv nicht um die Ecke lugen. Denn dann sterbe ich. Okay. Wir könnten... Wir haben ja noch eine andere Höhle. Irgendwie hier direkt nebenan. Vielleicht können wir uns hier da irgendwo einen Eingang machen. Das heißt, ja... Ah, das ist dieselbe Höhle wahrscheinlich, ne? Die legen wir aber erstmal ab. Dass uns da ein Malheur passiert. Das wollen wir ja nicht. Jetzt haben wir hier zwei Hühnchen und drei Eisen. Können auch mal braten. Und dann... Wobei, wahrscheinlich ist jetzt Tag, ne? Dann werden wir mal besser mal kurz an die Oberfläche gehen und uns endlich die Wolle krallen, die wir uns mit vier Herzen noch verdient haben. So, wunderbar. Ja, und es ist Tag. Jetzt bitte keine Creepers oder Hexen. Da hinten war ja eine Hexe. Hoffentlich ist die despawned mittlerweile. Haben wir die Schere hier. Ja. Dann die Schafe hier quälen. Zack. Zack. Keine Ahnung, warum ich alle schere, aber keine Ahnung, so viel Wolle brauche ich gar nicht. Aber wer hat, der hat. Brauchen wir Feder, Tinte für... Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nur für, um Bücher zu beschreiben. Aber braucht man nicht. Braucht man nicht. So, sehe ich hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Okay. Dann basteln wir uns ein Bettchen. Und jetzt hätte ich das eine Holzbrett gebrauchen können. Denn wenn ich mir jetzt ein
Bett bastel. Ja, dann habe ich nachher wieder ein Stückchen Holz übrig. Oh, Minecraft, du diabolisches Spiel. Du diabolisches Spiel. Tja, da muss eben noch ein Holzbrett dran glauben. So. Zack. Und dann knallen wir uns das einfach. Ja, komm hier hin. Wunderbar, schön weißes Bett. Schön einmal draufge... Ja, mit dem weißen Riesen gewaschen. Dann legen wir das hier ab. So, das legen wir auch ab. Wunderbar, hier haben wir noch das Eisen. Brauchen wir im Moment nicht. Und ich höre ein Skelett. Immer noch verdammt nah. Ich glaube, wir gehen ein bisschen Holz hacken. Solange es noch Tag ist. Denn das muss ja auch getan werden. Na, vielleicht ein bisschen weiter weg hier. So. Extrem weit weggelaufen bin ich hier, ja. Es ist fast nebenan. So. Hier ganz viel Holz, Mensch. Wow. War das? Ach, das war ein Huhn. Okay. Alles, alles cool. Nee, dann ist... Wunderbar. Dann darfst du weiterleben. Wobei... Ein bisschen Essen könnt ihr schon gebrauchen. Wäre eigentlich nicht schlecht. Hier, Hühner hat's ja eh genug. Hup. Hup. Und... Na? Oh, Ei. Oh ja. Boop. Ey. Boop. Die Feder möchte ich auch haben. Ach ja, bezüglich Feder fällt mir gerade noch was ein. So eine Art Zusatzregel. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich so machen will. Aber eigentlich irgendwie schon. Bogen ist ja eigentlich ein recht starkes Tool. Also eine starke Waffe. Weil allein durch das neue Kampfsystem ist Schwert halt schon mal ziemlich scheiße. Und Bogen, mit dem Bogen kannst du halt alles ficken, was du willst. Da kannst du, außer Enderman vielleicht. Aber da kannst du halt wirklich alles ficken und mit dem Bogen hast du quasi schon gewonnen. Vor allem mit einem Unendlichkeitsbogen. Aber ich glaube, den Unendlichkeitsbogen hatten wir im letzten Projekt auch schon verboten. Aber ich überlege mir, ob ich diesmal sogar eine Pfeillimitation einbringe. Also, dass ich zum Beispiel immer, wenn ich aus dem Haus gehe, dass ich nur irgendwie 10 Pfeile mitnehmen darf. Weil Bogen einfach so ein mächtiges Werkzeug ist. Damit es nicht so easy wird, ja. Damit ich aber im Schwert kämpfen muss vielleicht. Oder, ja, vielleicht ist 10 ein bisschen wenig. Sag mal so ein Viertel Stack, so 16 Pfeile. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Jegliche Verzauberung auf dem Bogen ist dann natürlich erlaubt, also Unendlichkeit natürlich. Aber wenn wir aus dem Haus gehen, dass wir maximal 16 Pfeile mitnehmen, wenn wir unterwegs was finden, dürfen wir das natürlich gebrauchen, ist ja klar. Habe ja so als Vorbereitung nur so 16 Pfeile. Fände ich ganz interessant vielleicht. Ja, aber ihr könnt ja da eure Meinung... Alter, dieses Skelett! Könnt ihr da eure Meinung auch in die Kommentare schreiben? Aber dieses Skelett macht mich echt wahnsinnig. Ich muss diese Höhle finden. Ich mache das mal besser hier. Indem ich hier so einen kleinen Seitengang baue. Das Skelett macht mir schon ein bisschen Angst. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Oh, da ist Eisen. Oh ja. Geplant. X-Ray, Alter. Hardcore X-Ray. So. Blab. Hier ist noch nicht die Höhle. Wunderbar. Können wir noch weitergehen. Ist hier Darth Vader am Start, oder was? Hallo? Was soll das? Nicht, dass es hier ein neuer Mob ist oder so, den ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Alter, das Skelett. Was war das gerade für ein Geräusch? Das war nicht, als ob Darth Vader hier erschienen wäre. Hilfe. Okay, Spitzhacke kaputt. Kein Problem, machen wir eine neue. Die Eisenspitzhacke verwende ich natürlich nur für seltene Erze. Wie Gold oder so.
dass wir nicht rausholen können mit Stein. Alter. Mach mich nicht kirre, Junge. Mach mich nicht fertig. Okay. Aber wir werden die Höhle finden. So. Da ist noch mehr Eisen. Ja, geil, Jackpot, Alter. Vielleicht sollten wir uns dann erstmal eine Eisenrüstung machen. Wäre eine Option. 1, 2, 3. So, zack. Wollen natürlich effizient die Kohle verbrauchen. War jetzt hier die Höhle? Irgendwo hier muss sie doch sein, oder? Das Skelett ist doch direkt... Das klopft mir doch auf die Schulter. Wo ist der Drecksack? Jetzt höre ich es wieder ein bisschen mehr rechts. Ha. Bist du? Wo ist die scheiß Höhle? Da rechts. Es ist rechts. Oder ich habe meine Kopfhörer wieder vertauscht. Es ist... Okay. Gefunden! Alles klar, dann ist hier eigentlich schon mal ganz falsch, sondern eher hier so. Machen wir direkt hier so. Ziemlich gerade, ne? Wir wollen natürlich einen guten Eingang haben. Machen wir das hier noch weg. So. Na? Ich sollte unten aufbuddeln, nicht oben. Oh, okay, okay, da ist es. Dann müssen wir tatsächlich noch ein bisschen weiter runter. So. Und ich glaube, ich werde erstmal gucken. Okay, hier ist nicht so gut. Ob mein Eisen fertig ist, damit ich die Rüstung machen kann. So. Haben wir hier noch Eisen? Ja, genau. Also 11 Stück. Das würde 7 und 4 würde für Hose und Schuhe reichen. Klingt gut. Machen wir. So. Perfekt. Okay. Am Ende des Parts nochmal spannend. Wo ist das Skelett? Ist das echt nur so eine Pipi-Höhle? Nee, okay. Da geht's weiter. Mach mal hier kurz zu. So. Haben wir jetzt ein bisschen weiter vorgearbeitet. Ja, wir müssen das Ding hier ausleuchten. Das macht mich als Kehre, wenn hier die ganze Zeit Skelette rumdancen. Es gäbe es kein Morgen mehr. So, dann machen wir mal hier kurz auf. Dann gucken wir mal, ob wir das Skelett hier... Da ist es. Wenn wir das hier hinlocken können. Kommt es? Nee. Alter. Operation Skelettfick. Ja... So heißt die Operation. So, vorrücken. Vorrücken, Soldat. Wir haben das Gebiet gesichert. Gehen wir zwei Blöcke weiter nach vorne. So. Und dann fisten wir das. Oh, mein Ohr juckt. Ah, mein Ohr juckt. Huh. Oh, oh ja. Oh. Okay, ich bin bereit. Mein Ohr hat fertig gejuckt. So. Jetzt ist aber hier allerdings noch ein bisschen... Ja, oder? Ist es... Wobei, warte, ich sollte das andersrum machen. Ich sollte hier aufmachen. Kann das... Nee, das kann hier nicht runter. Gut. Skelett? Oh, Alter. Das ist gefährlich. Na? Stehst du jetzt hier vorne? Nee. Wo bist du? Wo bist du? Stehst du jetzt hier rechts? Nee. Ist er dann weiter nach hinten gegangen? Du Penner! Ich habe mich doch extra schön vorgearbeitet. Aber da ist Eisen. So. Ja. Ja. Da noch zu. Dann hier. So. Sieht gut aus. Kurz gucken, ob hier wirklich sicher ist. Ja. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier mal aufmachen. Hier ist auch nichts, das runterfällt oder so. Nö. Super. Gebiet gesichert. Eisen gesichert. Mission erfolgreich. So halb zumindest. Können wir uns das Eisen rausholen hier.
Ja, gib her. Oh ja. Da können wir uns schon eine volle Rüstung machen. Die brauchen wir auch. So. Um uns komplett voll zu halten, bräuchten wir 2 Goldäpfel, ne? Na, das ist schon kacke. Aber ich will dieses Skelett ficken, ey. Ich will es nehmen. Da ist noch mehr Eisen. Wo ist es? Skelett? Hallo? Bitte nicht fisten. Okay. Das ist nicht hier, gut. Weiteres Gebiet gesichert. Noch mehr Eisen für uns. Das ist echt abgehauen, ne? Okay. Soll uns nicht stören vorerst. Hier ist zumindest noch mehr Eisen, das wir uns holen können. Von daher. So, und wir leuchten die Höhle ja nach und nach immer mehr aus. Das heißt... Nicht, dass wir ihn durchschießen, ne? Ist es? Ich sehe es nicht. Kann ich hier mal eine Fackel platzieren? Ich glaube, der rennt immer weiter weg. Der Affe. So. Können wir hier aufmachen? Hier lieber zumachen. Da ist hier noch mehr Eisen. Ja, gut. Ist immerhin erfolgreiche Eisenader hier. Hoffen wir, dass es hier nicht direkt durchbricht. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Gestaltet sich dann doch etwas schwierig hier. Nee, wir haben genug Ausbeute gemacht. Hier lassen wir das Skelett halt leben. Wenn es die ganze Zeit wegrennen will. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen unsere Ruhe hier. Können auch ein bisschen Eisen schmelzen. Zack. So, wunderbar. Dann hier den Andesit. Hier noch mehr Stein. Ja, viel Stein brauchen wir nicht. Und hier ist unser erstes Weizen gewachsen. Ja. Ho. Schau, dein Rezeptbuch. Warum? Ich kann mir nichts Neues craften. Okay. Ja, dann müssen wir uns jetzt noch ein Helmchen basteln. Und ich glaube, dann war es das für diese Folge. Wir können ja noch mal kurz schlafen. Können wir jetzt auch, da das Skelett weit genug weg ist. Wunderschön. Träumen was Schönes. Ja, werde ich tun. Von Andesit, von polierten Andesit-Pimmeln habe ich geträumt. Sollte die auch. Das ist immer eine gute Bereicherung. Traumdeutung für den Andesit-Pimmel, für den polierten Andesit-Pimmel, ist natürlich Wohlstand und Frieden. Zack, haben wir unser tägliches Soll auch erfüllt hier. Wunderbar, und dann machen wir uns jetzt noch ein Helmchen. Und unsere Rüstung ist fertig. Huch. Was ist das für ein Geräusch? Okay. Ich will das Geräusch nochmal. Ah, so, cool. Ja, Geräusche. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit diesem äußerst erfolgreichen Part. Wo wir hart gekämpft haben und 4 Herzen deswegen verloren haben, ja. Richtige Kriegsopfer sind wir. Kriegsopfer unserer eigenen Dummheit. Meiner Dummheit. Tut mir leid, ich will euch da natürlich nicht reinziehen. Es war natürlich allein meine Dummheit. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ratsche. Ich bin ein Vollidiot. Oh ja. Definitiv.